leiden alle an der gleichen Krankheit. Sie sind chronisch fußballverrückt. 13 junge Frauen zwischen 14 und 17 Jahren, allesamt Auswahlspielerinnen, besuchen derzeit das Mädchenfußballinternat des FLVW. Die Woche über leben und trainieren sie im Sportzentrum Kaiserau. Am Wochenende fahren sie nach Hause und spielen für ihre Heimatvereine. Wir wollten eben komplett anders sein als andere Internate in Deutschland. Wir wollten nicht irgendwie mit einem Verein dafür sorgen, dass am Wochenende eine Mannschaft auf dem Platz steht, sondern wir wollten unsere Mädels ja so gut wie möglich betreuen, dass sie individuell beide Standbeine, also Schule und Leistungssport, optimal verfolgen können. Und die Mädchen nehmen es dankbar an, denn sie alle sind aus demselben Grund hier. Ja, ein Traum ist natürlich die Frauennationalmannschaft. Das ist, glaube ich, der Traum von jedem von uns hier. Und halt Frauenbundesliga zu spielen. Vielleicht auch eventuell mal ins Ausland zu gehen, das weiß ich halt noch nicht, aber wäre halt schon ein großer Traum. Quasi aus dem Nichts haben Katrin Peter und ihre Mitstreiter seit 2008 eines der fortschrittlichsten Mädchenfußballinternate Deutschlands aufgebaut. Schulische Betreuung, Unterbringung, Trainingsmöglichkeiten, Leistungsdiagnostik oder medizinische Versorgung. Die Nachwuchsfußballerinnen finden hier optimale Voraussetzungen für ihre persönliche Entwicklung. Hier dreht sich fast alles nur um Fußball und wir gehen auch gerne mal alleine raus und zocken einfach ein bisschen. Also da macht jeder mit. Auf insgesamt 531 Länderspieleinsätze von der U15 bis zur A-Nationalmannschaft bringen es die Absolventinnen des Internats. Zur internen Feier des 10-jährigen Bestehens gab es ein großes Wiedersehen. Lina Magul war genauso dabei wie ihre A-Nationalmannschaftskollegin Carina Schlüter. Beide denken gern an ihre Zeit im Internat zurück. Für jemanden wie mich war das eigentlich perfekt, da ich rund um die Uhr trainieren wollte. Und somit denke ich, dass das Internat sehr, sehr großen Einfluss auf meine Karriere genommen hat. Genau so soll es sein. Genau dafür steht das Team hinter dem Team. Von der pädagogischen bis zur sportlichen Betreuung, jedes Talent erhält eine speziell auf sie zugeschnittene Förderung. Beim Training achtet man halt individuell auf jeden Einzelnen. Man erstellt Trainingspläne für jeden Einzelnen. Deswegen kann man sich hier auch richtig gut weiterentwickeln, auch besonders im athletischen Bereich und im fußballerischen Bereich natürlich auch, weil hier sind natürlich Mädchen, die richtig gut zocken können. Und wenn sie gerade nicht zocken oder in der Schule sind, leben die Teenager in kleinen Wohngruppen in einem Haus vis-à-vis des Sportzentrums. Und nicht nur um die Ordnung in ihren Zimmern kümmern sie sich selbst, auch ihre Trainingspläne stellen die Mädchen nach ihren eigenen Wünschen zusammen. Das Internat bietet bis zu 8 Einheiten pro Woche an. Welche sie davon wahrnehmen, entscheiden die Spielerinnen. Selbstverantwortung wird bei uns ganz groß geschrieben, weil wir der Meinung sind, jemand, der zu uns kommt, der möchte eben was erreichen, der ist motiviert, da müssen wir nichts vorgeben. Die ganze Woche über weg von zu Hause, den Eltern, den Freunden. Die 13 ebenso talentierten wie fußballverrückten Mädchen haben damit kein Problem. Das ist wie eine zweite Familie und dann fühlt man sich einfach total wohl. Man hat sein liebstes Hobby hier, was man am liebsten durchgehend spielen würde. Und das macht einfach total viel Bock und deswegen bin ich so gern hier und verzichte dann auch gerne auf andere Sachen. Aber so viel ist klar, nicht für alle von ihnen wird der große Traum in Erfüllung gehen. Gewinnerinnen sollen sie trotzdem sein, denn wie sagte schon Literatur-Nobelpreisträger Albert Camus, alles, was ich über Moral und Verpflichtungen weiß, verdanke ich dem Fußball. Es geht auch darum, den Mädels zu helfen, für ihr späteres Leben was zu lernen. Und da geht es einfach auch später im Job darum, Ziele zu verfolgen, sich selbst zu organisieren und irgendwas hinzubekommen. Und das lernen sie hier schon in ganz jungen Jahren. Noch ist das Erwachsenenleben ganz weit weg. Sioke, Anna, Wiebke und die anderen sind hier, um ihren Traum zu leben. Ich meine, die Mädels haben jetzt eben den Traum, den ich auch damals hatte. Und wenn man den hat, dann sollte man den ausleben. Und das machen die ja jetzt aktuell hier und das finde ich super.